Die Pudis. 45 Jahre Erfolgsgeschichte. Einer der Köpfe? Sänger, Gitarrist und Komponist Dieter Birr. Besser bekannt als Maschine. Ihr erster Hit? Als DDR-Vorzeigeband wurden die Pudis schnell bekannt. Mit der Musik zum Film Die Legende von Paul und Paula wurden sie berühmt. Bist du jetzt gleich bei mir? Und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Hey, hey, rund 20 Millionen Platten wandern allein bis zur Wende über den Ladentisch. Bis heute ist die Faszination der Kultband ungebrochen. Für Dieter Birr erfüllt sich Mitte der 90er Jahre ein Traum. Neben Mario Adorf spielt er im Film Comeback für Freddy Baker. Nimm durch ein Taxi, ich brauch einen Bus. Was ist mit den Krankenhäusern hier? Schmeiß sie hinten rein. Für Dezember 2015 ist das Ende der Pudis-Ära angekündigt. Maschine indes wandert schon jetzt auf Solopfaden. Das eigene Album ist draußen und pünktlich zum 70. erschien im Frühjahr seine Autobiografie. Guten Abend, Dieter Maschine Birr. Dankeschön. Guck mal, ich hab dir auch gleich dein Arbeitsutensil umgehängt. Ja, du hast ja gewünscht, dass ich die Gitarre mitbringen soll. Ja, ich hab mir das gewünscht. Ich fühlte mich total wohl gerade. Oh, ja. Ja, Problem. Ja, aber ich hab gedacht, ich gebe dir die Chance, den Bauch einzusetzen. Man kann auch ein bisschen Lagerfeuerstimmung aufkommen. Also pass mal auf. Oh ja, ich kann ja auch noch ein bisschen. Ja, du musst ein Stück rücken, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Ja. Drehen wir bitte. So. Also pass mal auf. Meine Damen und Herren, dass Maschine Maschine heißt, das wissen wir ja. Und wahrscheinlich wissen auch die meisten, dass das daher kommt, weil du immer so gerne gegessen hast. Du sagst, je fressen, weil du immer so viel gefressen hast. Und Fressmaschine hieß, aber Fressmaschine war zu lang. Naja, es wurde gesagt, er frisst wie eine Maschine. Und so. Dann ist Fressmaschine kurz draus geworden und dann ist aber zum Glück Maschine übrig geworden. Geblieben. Übrig geblieben und das weiß man, aber was man, ja, man meint eigentlich, man weiß eigentlich alles von dir, aber das stimmt gar nicht. Ich finde, eine Band, die auf Abschiedstour geht, eine lange Abschiedstour übrigens macht, da darf man auch noch mal ruhig über die Anfänge reden. Ja. Und ich habe mir das eben wirklich gewünscht, dass wir das so ein bisschen musikalisch machen. Bevor wir jetzt da mit dieser Gitarre loslegen, lass uns wirklich mal an den ersten Hit gehen, den ihr hattet. Das war nämlich... Türen öffnen sich zur Stadt. So. Und dieser genau. Titel und der Erfolg, der sich danach dann einstellt, der wäre nie gekommen, wenn es nicht 130 Leute gegeben hätte, die damals in Gardelegen... Genau, Lehrlinge aus Gardelegen haben geschrieben, wir möchten gerne die Pudis mal im Fernsehen sehen. Dann kamen die an vom Fernsehen und haben gefragt, ob wir da mitmachen würden. Und da haben wir gesagt, klar, würden wir machen, aber der müsste natürlich einen eigenen Titel haben. Wir haben ja früher nur nachgespielt, so Sachen, Deep Purple, Led Zeppelin und also englische Songs. Das heißt, wir haben versucht, Englisch zu singen. Wir waren ja nicht so gut im Englischen. Und jedenfalls haben die gesagt, aber die Haare müssen ab. Wir hatten damals lange Haare. Und für den ersten Fernsehauftritt? Ja, auf keinen Fall werden wir die Haare abschneiden lassen. Das wäre ja Verrat an den Fans gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, wir lassen sie uns hochstecken. Und das sah natürlich total bescheuert aus, ja, weil die Haare vorne dann natürlich, ja. Da waren dann Klammern. Ja, sieh mal, guck mal, Quasse, sieh mal, wie Quasse aussieht. Mit so einem Dutt vorne länger als wie hinten. Wie eine süße Maus? Ja, ja. Bei mir sieht man es hinten nicht so. Das ist von so einer alten Hallo-Schallplatte gewesen. Genau. Ja, und da sind die Haare vorne so aus der Spange, haben sich dann gelöst, waren vorne länger als hinten. Und hinten waren sie dann so eingerollt gewesen. Ja. Aber du hast sehr schnell, also das hat sehr schnell einen Erfolg gebracht. Du hast aber auch sehr schnell kapiert, dass das Showbusiness nicht jetzt gerade auf Schmusekurs ist. Warst aber gut vorbereitet, weil du als junger Bursche lang gewachsen wie du warst, aber doch ab und an auch mal eine raufgekriegt hast. Ne? Ja. Musstest dich also durchsetzen. Ich war als Kind habe ich öfter mal Prügel eingesteckt. Und mein Vater hat dann immer gesagt: Du musst dich wehren, Junge, du musst dich wehren. Du musst wachsen. Ja, ja. Naja. Die haben ja immer gedacht, ich bin so groß und dachten wahrscheinlich auch alle, dass ich älter bin und dass ich unheimliche Kraft habe. So. Das war aber natürlich nicht so gewesen. Ich war als Kind eben größer als normalerweise die Kinder in meinem Alter. Und dann wurde ich auch mal schon mal etwas gehänselt und so, na lange und so. Und irgendwann habe ich mich dann gewehrt und habe dann wirklich jedes Mal, wenn ich mal mich geprügelt habe, immer gewonnen.
Bela wird es jetzt gemütlicher immer, ne? Ja, von super. Der Sekunde. Ich kann ja ein bisschen stimmen hier. Du hast gewonnen und hast dich gelernt durchzusetzen. Und auf einmal, weil du auch gesagt hast, du wolltest immer auf die Bühne, weil du was darstellen wolltest, ja? Weil du gesehen werden wolltest. Und auf einmal warst du halt auf der Bühne, warst der Rockstar. Aber dabei warst du eigentlich ein totales Plüschtier. Also du warst gar nicht so der Harte, sondern du warst ein... Ja, wie kommst du jetzt darauf? Weil ich jetzt ein Lied von dir hören möchte. Was denn? Und zwar ein wunderschönes Liebeslied, Du bist schuld. Willst du das mal kurz anspielen? Ja, warte mal, da muss ich mal einen Kapotaster nehmen. Ich kann jetzt natürlich nicht garantieren, dass die Gitarre... Ich glaube, das ist ein... Aus welchem Jahr ist das? Ein ganz mal so alt, ne? Relativ neu eigentlich. Das ist, nee, warte mal, das ist von 1989. Das ist ein ganz junges Lied. Ich hab's aber... Ich hab's aber jetzt auf meinem Soloalbum nochmal neu gemacht, ja. Das war mal ein Vorspiel. Ja, da können wir uns ja in der Zeit ein bisschen über Silvi vielleicht unterhalten. Ich hab Beweise und Zeugen habe ich auch. Und die Schuld steht dir noch im Gesicht. Hör auf zu leugnen. Dein Alibi ist nicht dicht, du hast Schuld, dass ich dich liebe. Gut, Kim, guck mal. Da war aber ganz viel Zuneigung gerade im Lied. Das ist auch so ein bisschen, ist das so ihrs? Ich bin noch eine Kitschmaus. Ach, ehrlich, ich auch. Süß. Ja, mit Musik bin ich ganz schnell, um Finger zu wickeln. Und der hat ja auch eine Stimme, das geht ja und wirklich, das, ne? Und das Schöne ist, das hat er ja auch, du hast das eigentlich auch für Silvi geschrieben, richtig, ne? Für deine Frau. Ja. Mit der schon ganz lange, 40 Jahre? 35. 35, ja. Also fast 40 Jahre. Verheiratet ist, ne? Ja. Was ist denn an Silvi so besonders? Was hat Silvi was? Sie ist die perfekte Frau für mich, die perfekte Partnerin für mich, die perfekte Freundin. Es ist alles, ja, also was soll ich jetzt alles sagen? Ich werde keine Geheimnisse ausplaudern. Aber ich dachte es bei ist, dem Langfurt. Es ist einfach, kann auch nicht erklären. Man wird ja oftmals gefragt, gibt es denn ein Geheimnis dafür, eine lange Ehe oder eine glückliche Ehe? Es gibt es nicht. Es ist einfach ein Zufall, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die sich verstehen und wo man sich auch nicht verstellen muss. Natürlich muss sich jeder ein bisschen Mühe geben. Und weißt du, das Tolle ist ja, wenn man schon so ein bisschen Stück vom Leben gelebt hat, ja, dann ist man ja auch nicht mehr so ganz alleine auf der Welt. Dann hat man ja auch das ein oder andere Kind vielleicht. In deinem Fall sind es zwei. Ja. Und ich glaube, Silvi war da sehr entspannt und hat dir das auch ermöglicht, dass sie gesagt hat, komm. Ja, also ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich in Scheidung und ich habe meinen Sohn behalten. Der war 10 und sie hat ihn genommen. Oft jetzt, ich will jetzt nicht so viel erzählen, ich fand so, muss wieder an zu heulen. Ja. Nee, aber es war so toll gewesen, ja, weil mein Sohn hat sie so ins Herz geschlossen, sagen wir mal so. Bei der ersten Begegnung hat er ihr einen Kugelschreiber gebastelt aus Bastrohr, mit einer Feder hinten dran und so. Also es war gigantisch, mal so zu sagen. Also der Kai, wenn der das jetzt hier moderieren würde, der hätte immer ein Taschentuch dabei. Ne? Darf ich mal kurz? Na, ja, also das ist das, mach ruhig, das ist das Jan-Hofer-Gedächtnistuch. Kannst du auch abschreiben. Ach, Maschine, wollen wir gleich wieder weiter ein bisschen Musik machen? Also, ach nee, pass auf. Genau, lass uns mal Boote der Jugend. Wenn wir schon bei Andi, wenn wir bei deinen Kindern sind, dann machen wir mal Boote der Jugend. Wieder verstehen, ja. Ja. Warte mal, wir können ganz kurz mal, das ist auch eine schöne, das ist auch sehr schön. Es ist eine alte Socke, ja. Ich hatte leider kein rotes Einstecktuch, aber das musste zu der Mütze passen. Ja, wunderbar. Hätte ich mal bei Kai vorher angerufen. Hat sich richtig schick gemacht heute. Wunderbar, pack mal. Also, was soll ich nur oder nicht? Ja. Es gibt manche Leute, die haben vergessen, dass sie in zum Boot der Jugend gesessen, indem sie fuhren gegen die Flut. Jeans und Rock'n'Roll im Blut. Das hat ja
Lieder sind natürlich alle viel länger. Natürlich sind und sind auf meinem Soloalbum auch in voller Länge zu hören. Auf deinem Soloalbum, ja. Was du ganz alleine gemacht hast, lass mich rein. Da sind die alle zu hören. Das ist ein Lied für Andi, der dann irgendwann wirklich verstanden hat, dass sein Papa anders ist als vielleicht manche andere Väter, weil er dann irgendwie zum Beispiel mal mit so einem Police-Zeichen, ne, von... ja, also mein Sohn war, hatte ein Police-Abzeichen von der Band Police. Es war noch zu Ostzeiten. Er war 11, 12 Jahre alt so, und der Direktor wollte, dass er das Abzeichen abnimmt. Und ich habe gesagt, du möchtest es ja behalten, du darfst es dran behalten. Und dann hat er ein Theater gemacht und habe es dann so weit getrieben, dass ich mir von einem bekannten Menschen vom Fernsehen, und zwar von Knut Vietze, kennst du den noch? Oh. Der war früher bei Rund gewesen und der hat er sich ausgekannt in der Kultur. Und den habe ich also, hallo Knut. Hallo Knut, ja. Der hat mir dabei geholfen, einen Brief zu schreiben, wo er geschrieben hat, dass Police eine Band ist, die auch im Osten gespielt wird, also in der DDR. Und für den Frieden waren sie natürlich auch. Und es gibt keine Beanstandung. Ja, so ungefähr. Übertrieben jetzt. Es gibt keine, warum soll der Junge das Abzeichen haben? Er darf das sagen. So, und der Direktor hat nicht mit sich reden lassen. Dann bin ich hingegangen, habe mit ihm diskutiert. Und er hat sich nicht mit sich reden lassen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, wegen so einem Scheißabzeichen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich wollte sie mir denn nicht verbieten, habe gesagt, du musst es jetzt sehen wie eine Erpressung. Entscheide selber. Weil ich wollte nicht ihm sagen, mach's ab. Und dann hat er das selber gemacht, weil ich ihm erklärt habe, wenn du jetzt das nicht abmachst, dann kriegst du Schwierigkeiten in der Schule. Aber du hast ihm auch beigebracht, dass er sich entscheiden kann. Das ist ja das Tolle. Ne? Das war eine Lektion, die er wahrscheinlich auch nicht... Ich hatte wirklich ein ganz ähnliches Erlebnis. Nur bei mir war es kein Policezeichen, sondern ein Aufnäher vom FC Bayern München, den ich auf einer Jeansjacke hatte. Die hatte ich auch geschenkt bekommen. Das kann ich in dem Fall fast verstehen. Dann bin ich damit in die Schule gegangen. Nach der ersten Stunde musste ich zum Direktor und wurde nach Hause geschickt und durfte an dem Tag auch nicht mehr an der Schule teilnehmen. Oh, ja. Super. Und da habe ich meine Eltern dann zu Hause gefragt, ob ich die Jacke nicht jeden Tag anziehen könnte. Selbstverständlich. Nein, das stimmt aber wirklich. Ja, das glaube ich dir auch. Na, wir hatten ja Zeiten, als ich gelernt habe, in der Berufsschule durfte man nicht mit Jeans kommen. Und da wurde man nach Hause geschickt. Aber mit Lederhose schon, ne? Ja, das war ja eine Lederhose, ja. Jeans. Du, ja. ich hab einen Wunsch. Ja. Als nächstes würde ich gerne, wenn ein Mensch lebt, hören. Was ist denn das? Kenne ich auch nicht. Hab ich mal schön. Von einer Nachwuchsband. Oder warte mal, da muss ich aber ganz schön hoch singen. Mhm. Weil da gibt es nämlich auch eine total schöne Geschichte. Ich fange gleich an, nicht so lange Vorspiel. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass ihr zu viel liebt. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. La 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 la. La 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 la. Weil ich auch Herr Pflaume. Bleib doch mal. Ach, Herr Pflaume, Sie. Also pass mal auf, dieses Lied habe ich mir gewünscht, weil ich es natürlich wahnsinnig schön finde. Es gehört wirklich zu meinen Lieblingsliedern. Mhm. Aber es ist auch, ich glaube, mit diesem Lied wart ihr in der BRD. Das war euer erster Auftritt mit diesem Song, und zwar im Musikladen. Und ich habe mir das heute alles nochmal angeguckt. Man kann das ja sich alles wieder anschauen. Und das war lang, 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 lang. Und dann kam noch was von euch und noch was von euch. Und als ihr aufhörtet, war ganz kurz Ruhe. Und dann sind die Menschen ausgerastet und haben Zugabe gebrüllt. Wie war das für euch damals? Also das, was du dann im Fernsehen gesehen hast mit Publikum, waren ja Live-Aufnahmen. Und damals gab es beim Beatclub bzw. Musikladen Special. Und da haben Bands live gespielt, aber ohne Publikum. Das waren Live-Aufnahmen aus dieser Session. Und da war wirklich kein Publikum. Und wir waren in diesem Studio selber gar nicht gewesen, sondern das wurde eingespielt. Ja. Und dann haben die Leute wirklich, die haben wirklich... Heißt das, die tricksen beim Fernsehen? Nein! Kann ja nicht geht sein! Geht ja, oder? Nein, oh, das kann ja nicht sein. Nee, ich glaube, die haben ja so angesagt, dass dies aus dieser Live-Session ist. So. Das kurz richtig und ich habe ja selber am Fernseher gesessen und habe mir das angesehen. Und dachte, was ist denn da los? Die Leute rasten völlig aus. Und wir waren ja nicht da. Ja. Hab ich dir eine Illusion jetzt genommen? Aber das wurde genauso eingespielt wie hier. So ist das. Ja. Aber damit können wir uns doch nicht zufrieden geben. Der erste Auftritt. Sag mal, aber ich will jetzt gar nicht die Stimmung versauen, aber ist das nicht von Peter Gotthardt?
Ja. Peter Gotthard. Ich muss mal schnell sagen. Peter Gotthard hat die Filmmusik geschrieben für den Film Die Legende von Paula und Paula, ja. Wenn ein Mensch lebt. Und auch Geht zu ihr. Ja. Genau. Ja, das ist ein Drachensteig. Also ich habe jetzt gedacht, dass Sie hier einen riesen Urheberrechtsstreit. Nein. Nein. Wir haben das schon tausendmal gesagt. Wir haben auch schon, wurden auch schon angeklagt. Ehrlich? Was ja, ja. Oh, das wusste Weil ich wir nicht. Können ja nicht dafür, wenn irgendwelche Medien schreiben, diese Titel sind von uns. Und kein, die Medien sagen nicht jedem an, wer nur der Komponist ist. Ja. Und wir haben auch nie behauptet, dass es von uns ist. Wir haben die Musik gespielt aber und fertig. Und wir sind ihm auch dankbar. Und wir, ich habe ja auch mit ihm Kontakt. Ich habe sogar in seinem Buch eine, wie sagt man das so, nicht Laudatio, ja, geschrieben. Also, ja. So. Aber da ist er irgendwie so ein bisschen eigenartig. Naja, kann man ja auch. Kennst du ihn persönlich? Na, das ist übertrieben, aber der hat für den Kollwitz-Film auch die Musik gemacht. Und dadurch kenne ich ihn. Aber ja, das kann ich aber gut nachvollziehen. Finde ich auch richtig, dass man sowas dann auch erwähnt. Aber mit euch haben wir diesen Song. Natürlich ist er groß geworden. Und, und das andere weiß man im Herzen drin. So, wir spielen bis zur Rockerrente, habt ihr uns versprochen. Mhm. Wobei, du könntest, glaube ich, richtig, du kannst Rente beziehen, ne? Ja klar, ich kriege auch Rente. Du kriegst Rente? Wie hoch ist die? Darfst du das sagen? Ja klar, kann ich sagen, 900 und noch weiter. Kommt man über die Runde damit, ja? Bitte? Kommt man über die Runde damit? Naja, wenn man so ein bisschen tingelt. So ein bisschen, zwei, drei Konzerte noch. Ich bin ja trotzdem noch berufstätig. Okay. Und, nein. Aber sag mal, diese Abschiedstournee, die müssen wir jetzt ernst nehmen, ne? Von den gesamten Pudis. Ja. Von der Gott sei Dank nicht. Aber wir am 10. Oktober sehen wir dich dann da auch mit Wolfgang Niedecken. Du hast ja jetzt prominente Unterstützung sozusagen geholt für dein nächstes Projekt auch. Wie kam das mit euch beiden? Also ich habe ja mit Wolfgang Niedecken oder wir mit den Pudis eine gemeinsame Vergangenheit, weil wir haben mal für BAP gespielt im Palast der Republik. Die mussten damals sie durften ein Lied nicht spielen, dann sind sie abgereist. Und um die ganze, also ist das? Guck mal. Mhm. Und ja, also wir haben dann dafür gespielt und ein paar Jahre später haben wir uns dann nochmal gesehen und dann gab es nochmal eine Sendung mit Thomas Gottschalk, 50 Jahre Rock'n'Roll, und da haben wir uns darüber unterhalten, über die ganze Sache. So, dann war ja bekannt, dass er einen Schlaganfall hatte. Ich hatte mal eine Borreliose, die war natürlich halb so schlimm. Also er hat ein Buch geschrieben, ich habe ein Buch. Oh, ist nicht zu ändern. Einmal kreuz und quer, bumm. Aber er hat ein Solo-Album gemacht mit alten Bab-Titeln und ich mit alten Pudis-Titeln. Da habe ich einfach Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich habe singst du mit mir ein paar Nummern? Und dann hat er zum Glück ja gesagt. Und das ist und hat das auch zu dieser Buch, Nummer... Ist das dieses Buch, Dieter? Ja, mein. Und es wird eine Premiere bei dir in der Goldenen Henne geben, dieses wunderbare Duett. Und damit der Kai auch heute Nacht gut einschlafen kann und wir auch alle, lass doch noch mal eben kurz das Bäumchen wachsen, bitte. Ich kriege Eisbären. Eisbären, aber ich guck mal, da steht Annette mit dem Schild. Komm, mach dieses Theater hier. Schluss steht da. Ja, schön locker bleiben. Und Schalk hat auch immer überzogen. Na gut. Ich möchte Eisbären haben. Zeig das Schild nochmal, Annette. Na gut. Also, Jan-Köln. Da müsst ihr aber singen. Ey, normalerweise singen ja Wasser wie normal. Ach, jetzt singt Kai mal ganz laut. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Liebe beschreibt. Ich könnte das nicht, ich kann das nicht. Alt wie ein Baum, ohne Sonnen, weit, 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 ohne Liebe. Juhu! Dankeschön! Thank you.